Pistolen, Pistolen, Pistolen. Und ganz viel Munition. Die könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein. So Doppelschussdinger sind eigentlich immer ganz gut. Aber, Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Okay, klingt fair. Ich glaube, ich habe eine bessere Shotgun als die, die ich benutze aktuell. Markus, Munition. Zumindest vom Schaden her. Geringere Feuerrate. Geringere Ladegeschwindigkeit. Eine lange Ladegeschwindigkeit kann schon auch echt nervig sein. Aber 11 Schuss im Magazin. Ich verbrauche allerdings auch 2. Lädt halt über eine Sekunde länger. Das ist schon krass. Und die Feuerrate ist lahmarschig. Na gut, okay, aber die andere muss ich nach jedem Schuss nachladen. Das ist definitiv besser. Macht nämlich auch noch mehr Schaden pro Schuss. Auch wenn ich dann halt während des Nachladens echt, naja. Aber gut, das ist definitiv besser. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Jetzt muss ich aber mal kurz wegen dem anderen Gewehr hier noch schauen. Aber ich glaube, das will ich nicht tauschen. Nö. Herzlich willkommen, Kunde. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Ich glaube, Melin hat irgendeine krasse Sprengwaffe oder sowas. Man kann nicht Guns, so schwer was haben wir denn hier im Sonderangebot? Sein. Verbraucht 3 Schuss, 3 Munition pro Schuss. Hat einen guten Schaden pro Schuss. Muss Pass ich mal mit meinem auf. Maschinengewehr vergleichen. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Könnte man schon immer eine Freude, dein Geld anzunehmen. Langsamere Feuerrate. Keine. Ach so, hat aber. Ich hatte ja bis jetzt Explosionsschüsse, ne? Moment, die hat auch Explosionsschüsse, oder? Steht aber nicht da. Naja, ich glaube, die ist gut. Okay. So. Alles mit Doppelschuss ist gut, hat uns Fallout 4 schon beigebracht. Wenn du an Mord denkst, ja. Dann denk an Markus. Wenn man das falsch Munition. Versteht, heißt es Doppelschiss. Auch nicht schlecht. Ist beides gut. Moment, wirklich? Ich weiß nicht genau, was ich mir unter Doppelschiss vorstellen soll. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Ich heb die mal vor. Moment mal. Was? Oh, weg laden. Damit. Okay. Gerade am Anfang findet man so schnell immer wieder bessere Waffen. Da ist es eigentlich egal. Da unten ist noch ein Gegner. Das macht mich wütend! Wo seid ihr? Ich hab dir ja gesagt, dass es so kommt. Autsch. Wo ist denn da noch ein Gegner? Da oben. Der Killer Marauder. Jetzt stell dich nicht so an, Killer Marauder. Komm, wir müssen alle mal sterben. So. Wollen wir einfach gehen, bevor hier noch mehr spawnen? Oder willst du dich noch umschauen? Ich meine, wir könnten schon noch über die Boote da laufen, einfach nur um zu gucken, ob da was Interessantes ist, aber... Ich laufe einfach dir nach. Entscheide du. Okay. Wow, das kommt mir wie eine ziemlich gute Waffe vor, die du da hast. Ist da ein Gegner, der auf mich schießt? Ah ja, da hinten. Stimmt eigentlich, ich könnte mal mein Gewehr testen. Na gut, Badass Marauder ist jetzt natürlich ein
Aber gut, dafür, dass du ein Badass Marauder ist, zieht das ziemlich gut. Die Waffe ist nicht schlecht. Die kann man benutzen. Cool, dass der irgendwie kaputt ist, der Badass Marauder. Kann man jetzt ein bisschen... Ja, Schrumpflinte muss schon als nächster Nähe benutzt werden. Aber haut rein, passt schon. Mist. Ich wollte gerade meine Badass-Dings aktivieren. Ich wäre schon wieder gestorben. Hier ist noch irgendwo ein Gegner. Ah, die kriechen da raus. Nein, der schöne Loot. Hier bleiben. Geld. Ja, puh. Eine Schrotflinte, die mehr Schaden macht als meine jetzige, aber wieder nur einen Schuss hat. Feuert so schnell, wie du abdrücken kannst, ist super, wenn man ihn nur einmal schießen kann und dann muss nachgeladen werden. Nachladegeschwindigkeit, die ist quasi... Nee, die ist, glaube ich, leider nicht so gut. Die macht schon echt viel Schaden. Ich muss sie mal kurz... Aber einmal schießen und dann nachladen. Aber lädt einigermaßen schnell. Weil die andere macht mir nicht genug Schaden pro Schuss. Ich hab gern, wenn schon, ne? Wenn schon, soll einfach alles tot sein auf einen Schuss. Finde ich gut. Schauen wir mal. Ich teste die mal. Ich glaube, die ist tatsächlich Schaden pro Sekunde wesentlich schlechter als die, die wir jetzt haben. So hochgerechnet mit der Nachladezeit. Aber trotzdem mag ich lieber diese langsamen Reinhauwaffen. Finde ich. Mach's gut, Betatron. Gute Nacht. Bis bald. So, jetzt haben wir im Grunde gleich zwei Quests, die wir abgeben können. Das ist cool. Aber hatten wir nicht noch eine? Nicht, dass die hier in der Nähe ist. Dann könnten wir die nämlich gleich noch machen. Ah, die Haare haben wir schon. Ne, genau. Haben wir alles. Cool. Dann auf nach Hause. Ich versuch's, ohne Brücke rüberzukommen. Nur ein bisschen, nur leichte Erfrierungen, kein Problem. Willst du kämpfen? Ja, die Merlin will immer gegen alles kämpfen. Na dann, von mir aus. Du willst es nicht anders. Ich kann ihn nicht mehr zurückhalten. Komm her, Bullymonga. Au. Wo geht's eigentlich dahin? Wo geht's eigentlich da lang? Ist das der Weg, den wir gehen müssen? Ah, den können... Ja, doch, warum nicht? Genau, doch, klar. Okay. Ist hier... Ah, wir sind sogar wirklich von hier gekommen. Ich habe gerade total falsch geklickt. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Denk daran, wir haben immer geöffnet. Okay. Bruh. Ich bang gerade zum Soundtrack des Ladebildschirms.
Schon ziemlich geil. Oh nein, Monster! Monster-Affenmonger! Yes, Level 7. Oh, da habe ich schon Level-Up übersehen anscheinend. Okay, cool. Oh, niedlich. Der Kleine. Jetzt ist er tot. Das ist nicht so niedlich. Aber der wollte uns essen. Ich meine, das ist halt doof. Ist ein Interessenkonflikt. Es ist Zeit. Mehr Fleisch für mich! Ups. Zum Glück gibt es kein Friendly Fire. Irgendwo da oben ist noch einer. Wie kommt man denn da hoch überhaupt? Irgendwie gar nicht, oder? Hab vielleicht eine Waffe für dich. Ah, okay, cool. Bin gespannt. Da ist er wieder. Diesmal kommst du uns nicht davon. Oder? Ist er tot? Bin mir nicht sicher. Ich sehe da noch was, aber es bewegt sich nichts mehr. Ich glaube, er ist tot. Ja. Ich glaube, das könnte cool sein. Ah, 3 Schuss pro Schuss. 3 Munition, wenig Munition. Muss man schnell nachladen, aber vielleicht ist es cool. Okay. Quasi ein Minenwerfer. Die brauchen aber sehr lange, um zu explodieren. Aber witzig ist es schon. Ist auf jeden Fall witzig. Ob es nützlich ist, weiß ich nicht. Man kann voll gut große Gebiete damit. Das ist ein schöner kleiner Handmörser oder sowas. Ist schon witzig. Ah, keine Munition mehr. Na gut. Aber ja, ist lustig auf jeden Fall. Habe ich auch noch nicht gesehen, die Waffenvariation. Marauder, was willst du denn jetzt hier eigentlich? Komm, geh jetzt weg. Aua. So. So ist das eben. Dann bis später, Mr. Hawkeye. Nee, heute ist quasi Random Job Stream, da konzentrieren wir uns wirklich auf ein Spiel. Ein Schild, das ziemlich schlecht ist. Ausgezeichnet. Man kann sogar wirklich hier durch das Fernrohr gucken. Und dann schiebt man da. Keine Ahnung. Aber es geht. Warum nicht? Wunderschön. So, Quests abgeben. Und hochleveln. Hier können wir jetzt wieder ein bisschen managen in Ruhe. Trillionen Dank, Kammerjäger. Dank dir sieht ein dummer alter Mann jetzt viel cooler aus, als er es eigentlich verdient. Damit meine ich natürlich mich. Ach, verdammt. Wir wollten die Quest ja gar nicht hier abgeben, ne? Ah, es ist auch wurscht. Wird eh verkauft. Eine tiefe, dunkle Wärme. Ist eigentlich wurscht. Ja, nö. Kopf freigeschaltet. Den schauen wir uns mal an.
Bin gespannt auf meinen neuen Kopf. Bleibt in der Schule, heißt der Kopf. Ich weiß nicht warum, aber den nehmen wir. Stay at school. Verstehe ich nicht. Den Zusammenhang mit dem Kopf und... Aber gut. Okay, aber dann haben wir jetzt aktuell nur noch die Hauptquest. Alles andere ist abgearbeitet. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ach, ich verkaufe jetzt das andere Zeug einfach. Auch wenn ich wirklich immer noch glaube, die andere Schrotflinte ist besser. Und der Granatenwerfer da ist auch irgendwie nicht die effektivste Waffe, aber lustig. Die behalten wir. Muss ja nicht immer alles das Beste sein, wenn es manchmal einfach das Lustigste ist. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Entweder Magazingröße für alle Waffen erhöht, für jedes Paket Blutdurst. Fügst du deinem Gegner Schaden zu, wirst du Paket Blutdurst erhalten. Packen nehmen ab, wenn du einige Sekunden keinen Schaden zufügst. Okay. Killskill, das Töten eines Gegners erhöht dein Waffenwechseltempo. Zu Blutdurst sammeln, dann muss ich dauernd. Ich weiß nicht, ob ich das will. Schauen wir mal. Nahkampfschaden erhöht. Weiterer Schadensbonus, wenn dein Schild unten oder dein Magazin leer ist. Wenn du stirbst, wirfst du eine Granate ab. Killst du einen Gegner, damit erhältst du doppelt Erfahrung. Ja, das ist auch nett, ne? Gerade so als Nahkämpfer. Hey, das ist eigentlich ganz cool. Weil das Sterben, während ich im Rage-Mode bin, dann quasi zu einem Skill wird im Grunde. Ha, das finde ich ganz gut. Maximale Gesundheit und Schildladeverzögerung erhöht. Auch nicht schlecht. Erhöht Brennschaden. Das Töten eines Gegners erhöht die Chance elementar. Langweilig. Ich glaube, mir gefällt das ganz gut, dass ich erstens mehr Nahkampfschaden mache, weil für meinen Skill ist das ja dann quasi auch gut. Und, dass ich, wenn ich sterbe, was abwerfe. Eine Granate werfe automatisch. Schon allein, weil die eventuell Gegner tötet und mich wiedererweckt. Jetzt bräuchte ich nur noch einen guten Granatenmod. Das wäre super. Weil werfe ich dann wirklich eine... Ist das eine Granate mit meinem aktuellen Granatenmod ausgerüstet? Oder so eine Standardgranate? Würde mich interessieren. Aber wer weiß. Geht denn Merlin hin? Eis hauen. Eis klopfen. Na gut. Warum nicht? Oh, ich sitze irgendwie, glaube ich, ein bisschen blöd. Mir tut gerade die Schulter echt weh. Ich weiß nicht warum. Schulterschmerzen. Erledige Bumm. Bumm und Boom. Boom und Boom. Müssen wir jetzt erledigen. Müssen wir jetzt aber erst nochmal durch das Lager kämpfen. Die sind sicher wieder alle respawned, aber macht doch nichts. Nice. Eigentlich explodieren die, wenn die den Gegner treffen, sofort. Ja, irgendwie schon, oder? Ja, natürlich nicht schlecht, muss man schon sagen. Das ist nicht schlecht. Die springen auch noch rum wie so Gummibällchen. Das ist schon echt witzig. Die Waffe ist wirklich nett. Sprengt den! Jawohl! Dankeschön! Aber keine Munition mehr. Die frisst auch Munition ohne Ende. Aber die ist echt witzig. So, entweder kommt ihr runter oder ich spiele nicht mehr mit euch. Ah, er ist runtergekommen. Ich habe ihn gar nicht gecheckt. Jetzt ist er tot. Oh, nein. Ach, da drüben ist einer. Hm.
Cool. Du tötest mich mit deinen Querschlägern, glaube ich. Ja, das kann schon sein. Du bist mir gerade irgendwie, glaube ich, ziemlich in die Sprengkügelchen gelaufen und ich habe ganz viel Sprengkügelchen auf dich geschossen. Und es gibt ja eigentlich kein Friendly Fire in dem Spiel, aber bei Explosionen ist es wahrscheinlich was anderes. Das kann schon sein. Ich nehme die Pistolen mal alle mit zum Verkaufen, aber eigentlich braucht die kein Mensch. Ah, wir kriegen gleich eine neue Einführung von denen, na gut. Zündet die Lunte, ihr Hunde! Zündet die Lunte! Jetzt kann's rotten! Oh oh. Ich komme nicht mehr runter, also jetzt. Unsichtbare Wände überall. Okay, Schrotflinty und Nahkampf-Skill. Jetzt zeig, was du kannst. Oh Gott, das war ziemlich effektiv gerade. Holy shit, den haben wir fertig gemacht. Das ist ein Unterschied. Ah, oh, jetzt bin ich aber tot. Mir tut niemals etwas leid. Yeah. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied zu vor einer halben Stunde oder so. Ja, das war ein kurzer Bosskampf. Verflixt und zugenähtes, versperrtes Tor. Oh, Idee. Untertan, an die Kanone. Schieß das Tor kaputt. Aber erst, wenn ich aus dem Weg bin. Verstanden? Wenn du das Tor jetzt kaputt schießt, könnte ich ernsthaft beschädigt werden. Also lass es. Ich stehe nur hier, um dir den Bereich zu zeigen, auf den du schießen sollst, wenn ich erst aus dem Weg gehe, was ich tun werde, sobald ich absolut überzeugt bin, dass du meine Anweisungen verstanden hast. Das ist schon lustig. Verstanden? Ich weiß, es ist etwas kompliziert, aber hör mir zu. Wenn es an der Zeit ist, mit der Kanone auf das Tor zu schießen, dann sage ich so etwas wie, los, schieß mit der Kanone auf das Tor. Aber das war nur ein Test. Du hast nicht geschossen, als ich es sagte, und es war gut so. Los, schieß mit der Kanone auf das Tor! Nochmal ein Test. Ich bin stolz auf dich, Untertan. Jetzt wird mir aber langweilig. Los, schieß! Ich find's gut. Hallo, Erko, wie geht's? Hui, da fliegen die Ragdolls. Das war's. Tja, vielleicht habe ich versucht, vor dem Schockfrost auf Captain Flints Schiff eine Meuterei anzuzetteln. Was erklärt, warum seine Männer mich im Moment verprügeln? Stimmt's, Leute? Schnauze! Okay! Au. Ich hasse die Dinger, die sind so lästig. Die machen nicht mal viel Schaden oder so, aber sind halt einfach super lästig. Die Rack. Jetzt hat der sogar einen Schuss überlebt. Ich glaube, ich spinne.
Ah, den Geschützturm. Kann der Rack abschießen? Das wäre nämlich echt gut. Er zielt auf die, das ist cool. Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Feuerschutz! Das ist absurd. Okay. Nie sind Gegner da, wenn ich mal meinen Skill aktiviere. Aber ich sollte auch dran denken, dass ich genau die Dinge auch werfen kann. Das macht nämlich teilweise schon ziemlich viel Sinn. Das ist schon mächtig. Je öfter ich das benutze, desto besser gefällt mir das eigentlich. Das ist schon cool. Ich glaube wirklich, das kann man ziemlich gut skillen und ziemlich mächtig werden. So, jetzt bin ich auf die Granate gespannt. Ach so, kommt die Granate nur, wenn ich sterbe. Ich dachte, die Granate kommt schon, wenn ich nur down gehe. Aber da muss ich wirklich sterben dafür. Naja, unter Umständen auch nicht schlecht. Unter Umständen auch nicht schlecht. Gustav, danke fürs Weiterhosten. Nett von dir. Und hallo. Stimmt. Ob man da theoretisch hoch kann? Ja. Nun, ich habe auch eine Antwort für euch. Ein rotglühender Schürhaken ins Auge. Stimmt's, Claptrap? Lass das Blut weiterfließen. Crowd Control. So viele kleine Gegner kann man echt verdammt gut mit dem kaputt machen. Das ist echt cool. Ja, jetzt mag ich den Skill. Schöner Skill.